Hallo, liebe Freunde der analogen Unterhaltung. Willkommen hier auf dem Kanal von Hunter und Krohn. Wir befinden uns im Brettspielcafé Würfel und Zucker in Hamburg-Eilberg. Und wir sind die Erklärbären des Spielecafés. Ich bin Silke. Und ich bin Mirko. Wie Silke schon sagte, sind wir die Erklärbären. Das heißt, wir erklären hier sehr viele Spiele. Was wir noch nicht so drauf haben, ist das mit den Videos. Deswegen habt ein bisschen Nachsehen mit uns. Was wir können, ist tatsächlich Spiele erklären. Wir haben hier eine Auswahl von mittlerweile über 1000 Spielen. Wir haben 6 Tage die Woche für euch auf und ihr könnt ihr so viel spielen, wie ihr wollt und auch spielen, was ihr wollt. Also wir haben hier eigentlich für jeden irgendwas und da die Leute immer verschiedene Anforderungen haben, wenn sie bei uns zum Spielen kommen, tragen wir die natürlich auch immer. Was wollt ihr spielen? Worauf habt ihr Lust? Soll es lange sein oder nicht so lange? Soll es schwierig sein oder nicht so schwierig? Mit Glück, mit kooperativ oder nicht kooperativ gegeneinander? Also es gibt da ja ganz, ganz viele Sachen. Und wir haben uns gedacht, dass wir euch so ein bisschen zeigen, was wir den verschiedenen Gruppen vorstellen, wenn sie uns nach bestimmten Kategorien oder bestimmten Anforderungen fragen. Und heute fangen wir an mit den kooperativen Spielen. Genau, kooperative Spiele sind super beliebt. Ja. Und es gibt glücklicherweise auch jedes Jahr mehr und mehr kooperative Spiele und voll viel unterschiedliche Sachen. Ja, die Auswahl ist mittlerweile immens, auch was die Art der Spiele angeht. Also der Spielemarkt hat schon lange entdeckt, dass die Spieler nicht mal unbedingt gegeneinander spielen wollen, sondern auch gerne als Team zusammenarbeiten. Und wir stellen heute ein paar dieser Spiele vor, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Genau, wir haben uns 5 Spiele rausgesucht. Ganz wichtig dabei, das ist irgendwie keine Top-5-Liste, in dem Sinne, dass wir jetzt sagen, auf dem ersten Platz, auf dem zweiten Platz und so weiter. Das sind schon 5 Spiele, die bei uns im Spielecafé wahnsinnig gut ankommen, die wir regelmäßig den Gruppen empfehlen. Und die dadurch, dass sie so wahnsinnig unterschiedlich sind, auch alle ihre Daseinsberechtigung haben. Auf jeden Fall. Genau. Hier haben wir 5-Minute-Dungeon. Das eignet sich hervorragend entweder als Einstiegsspiel oder auch als Absacker, weil das wahnsinnig schnell geht. Das 5-Minute-Dungeon steht da nicht nur so drauf, sondern man spielt tatsächlich in einer 5-minütigen Partie in einem Dungeon. Alle spielen gemeinsam. Jeder Spieler hat seine eigenen Handkartenstapel. Das Spiel geht maximal 5 Minuten, weil ein Timer läuft. Kann sein, dass man schneller durch ist. Verloren hat man, wenn man diesen Dungeon nicht gemeistert hat, nachdem die Spieler ihre Handkarten durchgespielt haben. Und gewonnen hat man, wenn man das eben geschafft hat und auch innerhalb von 5 Minuten geschafft hat. Das Spiel lässt sich super anpassen, also man kann halt je nach Schwierigkeitsgrad da mehr und mehr Sachen einbauen, mehr Dungeon-Gegner, den Endgegner so ein bisschen hochschrauben und so weiter und so fort. Genau. Das Einzige, was nie angepasst wird, ist die Zeit. Also egal auf welchem Schwierigkeitsgrad, es sind immer 5 Minuten, darauf kann man sich verlassen. Einzige Möglichkeit, sogar tatsächlich ein bisschen hinauszuzögern, sind so Spezialfähigkeiten. Der Zauberer kann die Zeit ab und zu mal anhalten. Einen kurzen Moment. Das stimmt. Und das macht es ganz schön abwechslungsreich. Genau. Weil man auch verschiedene Charaktere spielt, die genau. Alle unterschiedliche Kartenkräfte haben. Wir können vielleicht mal zeigen, hier hinten ist so ein bisschen drauf, wie das Spiel so aufgebaut ist und aussieht. Es ist relativ simpel. Man hat in der Mitte so ein Dungeon-Kartendeck, wo eine Tür nach der anderen aufgedeckt wird und wo verschiedene Gegner erscheinen. Und die Spieler versuchen gemeinsam diesen Gegnern zu begegnen und durch das Ablegen ihrer Handkarten entsprechend diese Hindernisse, Gegner etc. zu überwinden. Wir zeigen das unseren Gästen sehr gerne, wenn sie am Anfang noch nicht wissen, was sie spielen wollen und sagen erstmal was Kurzes. Selten bleibt es dann bei den 5 Minuten. Die meisten sind sehr befangen von dem Spiel und wollen sofort eine neue Partie spielen, neuer Schwierigkeitsgrad, andere Charaktere. Man kann ja echt viel variieren. Ja. Und die meisten bleiben dann 1 Stunde daran. Genau. Und wo, ja. Und ich muss auch sagen, wir haben viele Gruppen, die, wenn sie reinkommen, sagen, wir spielen jetzt erstmal 5-Minute-Dungeon, weil sie es schon kennen, genau. Und dann so mal als Einstieg und nehmen sich das schon ganz selbstständig aus dem Regal. Und spielen das dann erstmal zusammen. Ja, tatsächlich eins der Spiele, wo andere Leute darauf warten, dass Gruppen damit fertig werden, damit sie es spielen können. Das stimmt. Eine zweite Version wäre nicht so schlecht. Ja. Genau. So, das war 5-Minute-Dungeon. Das ist Magic Maze. Auch
ein Spiel, bei dem es in Echtzeit darum geht, gemeinsam Aufgaben zu erfüllen. Hier läuft tatsächlich noch die gute alte Eieruhr oder Sanduhr. Man hat nur 3 Minuten, theoretisch. Man hat die Möglichkeit, diese Zeit zu manipulieren. Man kann diese Uhr drehen, wenn man bestimmte Felder abläuft. Es handelt sich, ich zeige das am besten mal auf der Rückseite, um ein Labyrinth, durch das man sich bewegen muss. Und wenn man bestimmte Felder betritt, kriegt man mehr Zeit. Der Clou an der Sache ist, es gibt genau 4 Spielfiguren, die bewegt werden sollen von allen Spielern. Ob man das Spiel jetzt zu zweit spielt oder mit der Maximalbesetzung von 8 Spielern, es werden immer diese 4 Figuren bewegt und jeder darf jede Figur jederzeit bewegen. Es gibt kein übliches Rundenschema, dass erst bist du dran, dann ich und dann mein linker Nachbar, sondern alle spielen gleichzeitig. Der Clou ist, man darf dabei nicht reden. Und das ist gar nicht mal so einfach, die ganze Zeit die Klappe zu halten und nicht zu sagen, ey, du müsstest eigentlich mal diese Figur da, hallo? Richtig. Das ist nämlich der Clou, auf den ich eigentlich hinaus wollte. Man darf zwar jede Figur bewegen, aber nur in bestimmte Richtungen. Durch Plättchen, die tatsächlich an der Himmelsrichtung ausgerichtet werden, also zumindest relativ zum Spielbrett, wird vorgegeben, dass man zum Beispiel nur die Figuren Richtung Norden bewegen darf. Dafür jede Figur. Aber nicht immer ist das sinnvoll oder es befindet sich eine Wand in deinem Weg. Also die Herausforderung an den Spieler bei diesem Spiel ist es, zusammen durch dieses Labyrinth zu kommen und zu wissen, wann man etwas machen muss, ohne sich gegenseitig zu bequatschen. Eine Sache, die ich bei kooperativen Spielen generell sehr gut finde, wenn es keine Art Alpha-Player gibt, der allen anderen Mitspielern vorgibt, was sie tun sollen. Bei dem Spiel geht das gar nicht. Die einzige Möglichkeit zu kommunizieren ist der sogenannte Tu-was-Pöppel. Das ist ein großer roter Pöppel, den kann man vor einen Mitspieler stellen, um ihm zu sagen, Junge, tu doch mal was. Was derjenige dann tun soll, muss er selber herausfinden. Er weiß nur, oh, irgendwas gibt es hier für mich zu tun. Dieses Spiel kommt wahnsinnig gut an. Es war tatsächlich 2017 auch zum Spiel des Jahres nominiert, hat leider nicht gewonnen. Hätte es meiner Meinung nach verdient. Es ist mit 8 Spielern genauso lustig wie zu dritt. Die Herausforderungen sind dann immer andere. Mehr Plan, mehr Aufmerksamkeit, mehr Hände auf dem Tisch, die gleichzeitig auf dem Spielplan rumwuseln. Also mit 8 ist es aber schon echt krass, ne? Es ist krass, ja, aber es ist sehr lustig. Es auch ist super lustig. Passiv es ist daneben auch, zu genau. sitzen. Ja. Also ich bin tatsächlich jemand, ich spiele das Spiel selber nicht so wahnsinnig gerne, weil mich das wahnsinnig unter Druck setzt mit dieser Eieruhr und so weiter. Aber ich gucke es mir unglaublich gerne an. Ich finde es super faszinierend, wie die Gruppen interagieren und wie das miteinander harmoniert und funktioniert. Und da muss ich sagen, da sind auch einige schon wahnsinnig geübt und das sieht bei denen so super flüssig aus, als hätten sie nie was anderes gemacht. Ich habe eine Zweispielerpartie beobachtet, es fiel kein einziges Wort, klar soll auch nicht, aber man hörte nichts. Man hörte nur zwischendurch, wie Figuren bewegt werden. Klack, 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 Plättchen aufgedeckt. Klack, 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 Plättchen aufgedeckt. Anders ist es dann bei der 8-Spieler-Runde, ich glaube es waren Spanier, die sich dann im Timeout gegenseitig angebrüllt haben, was sie denn machen sollen. Und einer saß ganz verdutzt in der Ecke und wusste nichts. Ja. Und das ist das Tolle an dem Spiel. Also man spielt gemeinsam auf jeden Fall gegen das Spiel, man kann nur gemeinsam gewinnen. Aber man hat doch so eine Gruppendynamik und muss auch gemeinsam arbeiten, wenn das einer alleine kann das Steuern nicht übernehmen und es ist nicht richtig gut. Das Coole an diesem Spiel ist übrigens auch, dass die Wiederspielbarkeit ziemlich hoch ist, denn es gibt viele verschiedene Szenarien, es kommt immer was dazu und es wird immer komplizierter. Ganz am Anfang müssen zum Beispiel alle Figuren aus diesem Kaufhaus, was das glaube ich darstellt, dieses Magic Maze, die müssen alle zu einem Ausgang wieder raus und dann wird das schwieriger, dass jeder seinen eigenen Ausgang bekommt. Dann gibt es noch die Version, wo die Karten, welche Züge man machen darf, im Uhrzeigersinn getauscht werden. Genau. Und wenn man vorher derjenige war, der mit den Pöppeln Rolltreppe fahren durfte, ist man dann plötzlich derjenige, der teleportieren darf oder nur nach Norden gehen darf oder so. Also das ist schon eine Herausforderung, sich da auch immer wieder drauf einzustellen. Ja, außerdem handelt es sich bei dem Spielplan um einen modularen Spielplan. Ja. Nur das Startplättchen ist das gleiche. Im weiteren Verlauf wird der Spielplan immer weiter aufgedeckt und sieht jedes Mal anders aus. Ja. Das heißt, man kann sich auch nicht auf irgendwas einspielen. Ja, das war Magic Maze. Bei uns auch genauso beliebt wie Five Minute Dungeon, würde ich mal so sagen.
auch inzwischen ein Spiel, was ich viele Leute, viele Wiederholungstäter ganz völlig alleine aus dem Regal nehmen und auch ihren Freunden zeigen, die das vielleicht noch nicht kennen und so. Ja. Das nächste Spiel, was wir euch zeigen möchten, heißt Robin Run. Das ist letztes Jahr erschienen im PD-Verlag und wir haben das Glück, dass der Autor Michael Lu tatsächlich aus Hamburg kommt und bei uns regelmäßig Gast im Café ist und uns auch schon dieses Spiel ein bisschen erklären konnte, also erklären Tipps und Hinweise, so ein paar Sachen, die wir vielleicht ein bisschen vernachlässigt haben. Genau, es ist gar nicht so einfach. In diesem Spiel geht es darum, dass wir gemeinsam eine Verbrecherbande sind und wir wollen Tresore knacken. Es gibt da so einen kleinen so einen Spielplan, auf dem Tresorplättchen liegen. Die sehen so aus. Und auf der Rückseite ist immer angegeben, mit welchen Werkzeugen wir die Tresore knacken können. Es ist immer jemand anders, der Gangster-Boss, und irgendwie ist unsere Verbindung, wird abgehört von der Polizei oder so, ne? Ja, der Gangster-Boss wartet draußen im Auto, wie genau. Das Bosse halt so machen. Drecksarbeit machen die anderen. Und der teilt den Helfern mit, welche Werkzeuge sie brauchen, um diesen Safe zu knacken. Er hat draußen quasi so die Anleitung von dem Safe, schaut da rein und dann über Funk teilt er sich seinen Helfern mit. Und diese Funkverbindung ist sehr schlecht. Oder sie wird abgehört. Auf jeden Fall kommt immer nur Bruchstücke dieser Hinweise kommen bei seinen Teammitgliedern an. Das heißt, sie können nur mit wenig Hinweisen versuchen, diesen Safe zu knacken und sind halt durch eine rundenbasierte Mechanik auf wenige Versuche begrenzt, beschränkt, was sie machen können. Die Helfer haben alle Handkarten, wo die Werkzeuge drauf abgebildet sind und müssen dem Gangsterboss die Handkarten geben, von denen sie glauben, dass die gemeint worden sind. Und der Gangsterboss kann nicht einfach sagen, ich brauche den Amboss oder ich brauche die Chemikalie oder das Stethoskop, sondern der muss so ein bisschen kryptische Hinweise geben und die anderen versuchen dann halt darauf zu schließen, was denn wohl gemeint sein könnte. Genau. Das Problem ist, dass die auch schon wieder sich nicht absprechen dürfen. Richtig. Genau. Außerdem ist er mit den Hinweisen an bestimmte Vorlagen gebunden. Und zwar gibt es so kleine Hinweisplättchen, davon gibt es sehr viele in der Box. Es sind immer maximal 6 pro Spiel dabei. Und auch die werden im Laufe des Spiels immer weiter eingeschränkt. Er kann dann vielleicht nur noch 3 von 6 benutzen. Ja. Und das sind dann Hinweise wie, ihr braucht 2 verschiedene Werkzeuge oder ihr braucht jetzt noch insgesamt 7 Stück. Manchmal werden auch mehrere Tresore gleichzeitig geknackt. Da darf man dann die Summe der Werkzeuge zusammensuchen. Insgesamt haben wir bei unserer ersten Partie ziemlich versagt. Stimmt. Zum Glück ist der Michael da nochmal vorbeigekommen und hat uns da ein wenig geholfen. Es ist nämlich gar nicht so einfach, sich gegenseitig diese richtigen Karten zuzuschieben und die Hinweise vernünftig zu nutzen. Genau. Und auch hier gibt es wirklich viele verschiedene Schwierigkeitsgrade. Im Laufe des Spiels werden einem gewisse Freiheiten genommen, wie viele Karten hat man auf der Hand, wie schnell kommt die Polizei, wie viele Hinweise hat man. Das geht entweder mit dem Schwierigkeitsgrad wird es eingeschränkt oder auch im Laufe einer Partie wird es dann durch den Fortschritt der eigenen Figur auf dieser Leiste werden diese Sachen immer weiter eingeschränkt, was es dann auch in der Partie selber immer schwieriger macht. Wir können allerdings so ein paar Leute bestechen, um das so ein bisschen wieder besser zu machen. Wir können nicht beliebig viele Leute bestechen, sondern immer nur so ein bisschen was, sodass wir dann vielleicht wieder mehr Handkarten kriegen oder mehr Hinweise haben dürfen oder so. Und das Spiel endet entweder, wenn der Polizist uns gefangen hat. Dann haben wir verloren. Genau. Oder aber wir sind entkommen und wir haben dann halt auch unsere Beute. Auf den Tresoren ist immer abgebildet, wie viele Goldbarren wir dafür kriegen. Aber diese Goldbarren brauchen wir eben teilweise auch, um Leute zu bestechen. Also da muss man so ein bisschen gucken. Aber wenn man sich da eingefuchst hat, dann ist es sehr, sehr cool, macht unheimlich viel Spaß. Und der Clou ist auch, und das finde ich besonders schön, dass dieser Gangsterboss von Runde zu Runde wechselt, sodass also jeder mal in jeder Rolle spielt. Und ich finde, das ist ein super Spielgefühl. Mir macht das Spiel total viel Spaß. Und
das. Ich finde auch, dass es ein großes Teamgefühl ist bei dem Spiel. Man hat wirklich so ein Fortschrittsgefühl. Vielleicht spielt man die erste Runde und versagt, so wie wir, total. Genau. Und dann sagt man sich aber jetzt noch eine Partie. Wir haben, glaube ich, bis 3 Uhr nachts hier gesessen. Und man spricht sich unabgesprochen quasi miteinander ab. Ich weiß nicht, ob das jetzt so viel Sinn ergibt, aber man kriegt so einen Flow in dieses Spiel. Und als Team merkt man da einen richtigen Fortschritt. Und das finde ich sehr schön. Gerade bei diesen kooperativen Spielen will man sowas ja haben. Und das wird hier total erfüllt. Das Spiel dauert ein bisschen länger als die beiden vorherigen. Also man ist so, ich würde mal sagen, ungefähr eine Stunde ist man damit beschäftigt. So circa. Oder auch ganz kurz, wenn die Polizei einen richtig schnell erwischt. Ja, gut, okay, wenn man, ja, aber dann spielt man ja meistens noch eine Runde, weil man das nicht auf sich sitzen lassen kann. Genau, aber so ungefähr eine Stunde, also es ist so ein mittelschwere Geschichte und auch von der Intensität her, wer was wann wie wo machen muss und so, finde ich, ist durchaus mittleres Niveau. Ja. Ja, genau. Ja, das war Robin Run. Das Grimoire des Wahnsinns, jetzt vielleicht 2-3 Jährchen alt. Hat nichts von seiner Faszination verloren. Es ist, wie alle anderen Spiele heute, auch kooperativ. Es ist ein Deckbuilding-Game. Die mag ich persönlich besonders. Hier baut jeder Spieler an einem eigenen Deck Kartenstapel. Eigener Kartenstapel. Genau, also ein... Gibt es ein deutsches Wort für Deckbuilding? Kartenstapel-Aufbauspiel. Keine Ahnung. Also jeder Spieler hat seinen eigenen Kartenstapel, von dem er Karten nachzieht, und er wird im Laufe des Spiels Karten in diesen Stapel hineinbekommen und die wiederum irgendwann nachziehen. Man spielt allerdings gemeinsam. Die Story dahinter finde ich ganz nett. Jeder Spieler ist ein Zauberschüler. Genau, jeder Spieler ist ein Zauberschüler in einer Zauberschule, und wie das halt so ist als neugieriger Schüler, öffnet man ein verbotenes Buch in der Bibliothek und dann kommen Monster. Kommen Monster, Dämonen überfallen euch. Flüche. Und genau, diese Dämonen möchten euch mit Flüchen belegen. Ihr wollt dieses Buch möglichst schnell wieder schließen, um wahrscheinlich die gesamte Menschheit zu retten. Bestimmt. Und das heißt, ihr spielt mehrere Runden und versucht über diese mehreren Runden diese Flüche abzuwehren und ganz zum Schluss so eine Art Endgegner zu besiegen, damit das Buch zu schließen, und dann habt ihr das Spiel gewonnen. Es reicht tatsächlich, ganz zum Schluss den letzten Gegner zu besiegen. Es wird zwischendurch ein paar Herausforderungen geben. Wenn ihr die nicht besiegt, heißt das nicht, dass ihr das Spiel verliert. Aber es ist dann sehr wahrscheinlich, dass das passiert. Denn nach jeder Spielrunde werdet ihr immer weiter in euren Taten eingeschränkt. Es gibt Karten, die in euer Deck gemischt werden, die das Vorankommen erschweren. Also ihr zieht irgendwann Karten, sogenannte Wahnsinnskarten. In diesem Spiel haben die einfach nur den Effekt, euch zuzumüllen. Also ihr habt eine Hand mit 6 Karten und 4 davon könnt ihr nicht nutzen. Das will man nicht. Ja. Andererseits kann man sich hier spezialisieren. Jeder spielt eine andere Art Zauberschüler. So kann man sich an verschiedene Elemente binden. Einer ist vielleicht besser im Umgang mit Feuerelement, der andere besser mit dem Wasserelement. Und dann kann man versuchen, möglichst Karten, die dieses Element betreffen, sich zu kaufen oder in sein Deck zu bauen. Und so versucht jeder mit seiner Spezialisierung das gesamte Team voranzubringen. Ja. Es ist ziemlich schwer, also auf jeden Fall nochmal eine Schippe drauf, im Gegensatz zu Rob'n'Run. Ja. Und ich habe... Man spielt auch länger. Man spielt auf jeden Fall länger. Also ich würde mal sagen, also drauf stehen jetzt so 60 bis 90 Minuten, aber ich glaube, so 2 Stunden eine sind durchaus... Eine Fünferrunde kann schon mal 2 Stunden dauern. Das ist durchaus realistisch. Genau, Fünferrunde, du sagtest das schon, 2 bis 5 Leute. Genau, 2 bis 5 Spieler. Es ist in jeder Spieleranzahl tatsächlich wenig anders, aber sehr interessant. Es gibt nämlich pro Buchseite, die man besiegen muss, gibt es genau 5 Spielrunden. Und wenn man jetzt zu zweit spielt, kommt halt jeder quasi 2,5 Mal dran. Im Spiel zu 5, ja, mathematisch, im Spiel zu 5 ist jeder nur einmal dran. Und es muss sehr gut überlegt werden, wie man das macht. Im Spiel zu 5 hat man natürlich mehr Auswahl an Fähigkeiten. Im Spiel zu 2 kann man dafür besser planen, weil man ja nochmal drankommt. Ja, ich habe meine erste Partie verloren nach 1,5 oder 2 Stunden. Aber das Spiel dann direkt ein weiteres Mal zu spielen, war sehr befriedigend. Denn man hatte dieses Gefühl von, ich muss das jetzt schaffen, das kann doch nicht sein. Wir können uns doch nicht von so einem Buch besiegen lassen. Und ich finde es thematisch ganz großartig und mechanisch ist es auch ein fantastisches kooperatives Spiel.
bei dem man wirklich auch miteinander agieren muss. Jeder hat zwar sein eigenes Kartendeck, aber nur gemeinsam kann man das schaffen. Es ist einfach unmöglich, da alleine durchzukommen. Ich finde es vom Spielgefühl und von der Intensität und von der Schwierigkeit, übrigens von den Spielen, die wir bisher hatten, am ehesten vergleichbar mit zum Beispiel Pandemie, was ja fast jeder kennt. Fast jeder. Also Pandemie haben wir natürlich auch. Wir stellen es jetzt nicht vor, obwohl wir es häufig empfehlen, weil es so bekannt ist. Und deswegen haben wir gedacht, wir nehmen jetzt hier mal das Grimoire des Wahnsinns. Das ist für uns tatsächlich auch ganz häufig das Spiel, was wir rausholen, wenn das ein bisschen schwieriger sein soll, wenn die Leute sagen, so, wir wollen länger spielen, wir wollen eine Herausforderung, soll schwierig sein, uns sollen wirklich die Köpfe rauchen. Genau. Also das ist insofern ganz cool. Ja. Und optisch finde ich es viel schöner als Pandemie. Ja, ich finde auch die Illustration sehr schön gelungen. Yellow kann da auch mit dem Material immer sehr, sehr punkten. Ja. Und genau. Das ist hier fantastisch. Das war das Grimoire des Wahnsinns. Und kommen wir jetzt zu mehr Wahnsinn. Ja, das nächste Spiel hat auch den Wahnsinn im Untertitel. Genau. Und auch noch sehr viel mehr im Spiel tatsächlich. Berge des Wahnsinns. Wahnsinn. Auch von Yellow. Auch von Yellow, auch kooperativ, auch relativ schwer, es zu schaffen. Und nur weil man es geschafft hat, hat man es nicht gewonnen. Das ist das Tolle an dem Spiel. Ich habe, glaube ich, auch nicht. Hast du schon jemanden erlebt, der es hier tatsächlich gewonnen hat? Tatsächlich gestern haben sie gesagt, sie hätten es geschafft. Ob das stimmt? Ich glaube ihnen jetzt mal. Ich habe es natürlich auch sehr gut erklärt und Tipps gegeben. Genau. Die Schwierigkeit bei dem Spiel ist tatsächlich der Wahnsinn an sich. Ja. Die Spieler werden im Laufe des Spiels automatisch immer wahnsinniger. Von der Story her werden sie stranden sie auf einer Insel und entdecken nach und nach die Geheimnisse dieser Insel und wollen von dieser aber wieder flüchten. Gewinnen tut man das Spiel, wenn man erfolgreich flüchtet und dann mehr positiv als negativ Punkte gesammelt hat. Ähnlich wie bei Grimoire des Wahnsinns hat man auch hier ein Deck, an dem ein wenig gebaut wird. Hier ist es allerdings ein gemeinschaftliches Deck. Alle ziehen immer wieder vom Deck. Auch hier gibt es negative Karten, sogenannte Verletzungskarten, die das Deck zumüllen. Und diese Karten möchte man am Ende des Spiels möglichst nicht mehr im Deck haben. Um gegen solche Negativeffekte vorzugehen, wird man auf diesem Berg die einzelnen Felder abfahren. Man kann auch welche überspringen. Das liegt ganz im Ermessen der Spieler, ob man jetzt möglichst straightforward auf die Spitze des Berges zuarbeitet oder eins nach dem anderen abgrast. Es gibt unter jedem Plättchen Belohnungen, die man haben möchte. Aber für jedes Plättchen, das man nicht erfolgreich, ich sage mal, besiegt, passieren immer schlimme Dinge. Genau. Eins angesprochen war schon der Wahnsinn, der einen befällt. Vielleicht sollen wir nochmal sagen, also man besiegt diese Plättchen, indem man quasi auch wieder eine Art Werkzeuge oder Materialien abgibt, die dieses Plättchen erfordert. Insofern ist da durchaus so eine kleine Parallele zu Robin Run zu erkennen, finde ich. Ich habe jetzt an Five-Minute-Dungeon gedacht, weil alle tatsächlich auch in der Phase, in der man Karten ausspielen muss, gibt es ein Zeitlimit, hier 30 Sekunden, das ist ganz schön knapp. Man darf sich über diese Karten unterhalten. Aber dann kommt der Wahnsinn ins Spiel. Dann und kommt zwar der Wahnsinn auch ins Spiel. Nur in diesem Teil dieses Spieles. Man muss also nicht die ganze Zeit urkomische Geschichten machen, sondern nur während dieser Planungsphase, die übersichtlich lang ist. Genau. Genau. Und zwar wird man in Form von Kartentexten Wahnsinn. Jeder bekommt verdeckt eine Karte, beziehungsweise nur einige Spieler und die anderen werden aber auf jeden Fall welche im Laufe des Spiels dazukriegen. Ja. Und diese Karte sagt euch, ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, vielleicht eine Kleinigkeit. Du darfst nur in Reimen sprechen. Ja, du darfst die Leute nicht mit du ansprechen. Also am Anfang ist es vielleicht, Reime finde ich schon relativ schwer. Der Reim ist ein Einser-Wahnsinn tatsächlich. Ja, Tatsache. Ja, ja. Also es gibt verschiedene Stufen von Wahnsinn, der dich befällt und du fängst leicht an und es wird immer krasser. Wir hatten hier mal den Wahnsinn, du musst dich während der Phase so weit wie möglich in diesem Raum von dem Tisch entfernen. Hier im Spielecafé haben wir einen sehr großen Raum. Es war sehr lustig, meinen Kollegen zu sehen, wie er dann einfach aufsteht, wegläuft und quasi sofort wieder umdrehen konnte. Da war die Zeit um, als er wieder da war. Das kann passieren. Gerade wegen solchen Effekten nenne ich das auch gerne so das Partyspiel unter den kooperativen Spielen. Es ist unglaublich lustig.
Der Witz. Es ist auch für alle anderen Anwesenden im Spielecafé durchaus sehr unterhaltsam, ja, wenn man sieht, dass jemand Berge des Wahnsinns spielt. Ich war am Anfang, ehrlich gesagt, ich war so ein bisschen skeptisch, ob das bei uns überhaupt funktioniert im Spielecafé. Und ich habe gedacht so, naja, da macht man so komische Dinge und so. Aber es funktioniert und es wird echt viel gespielt hier. Ja. Ja. Der Clou an der Sache ist, dass man den Wahnsinn vor den anderen geheim hält und sich nur in einer bestimmten Phase an diesen Wahnsinn halten muss. Ja. Die anderen können, wie sie wollen, darüber debattieren, was du da gerade Verrücktes getan hast. Du leugnest es komplett. Das ist einer der interessanten Dinge, finde ich, an diesem Spiel, ja, dass man sich total irre teilweise aufführt, komische Wörter benutzt oder nur auf dem Kopf irgendwelche Karten spielt oder sonst teilweise was. Gar nicht redet, weil du irgendwelche Vorgaben hast, dass du nur unter bestimmten Umständen reden darfst und dieser Umstand tritt halt einfach nicht ein, weil die anderen das nicht wissen. Das ist übrigens auch so eine Geschichte. Ich denke, je häufiger man dieses Spiel gespielt hat, desto mehr Wahnsinnskarten lernt man kennen und desto flüssiger kann man auch mit diesem Spiel umgehen. Würde ich aber trotzdem nicht sagen, so, ja, guckt euch vorher alle Wahnsinnskarten an, dann wisst ihr, was passieren kann. Auf gar keinen Fall. Man nimmt sich unheimlich viel Spaß weg. Richtig, es ist gerade der Witz, herauszufinden, was denn jetzt gerade der Wahnsinn ist, der meinen Mitspieler da gerade befallen hat. Ja, genau. Und gleichzeitig daran denken zu müssen, wie man sich selber wahnsinnig verhält. Ja. Also dieser Mechanismus ist halt um so einen typischen, würde ich mal sagen, Kooperativmechanismus aufgebaut, gemeinsam Karten in die Mitte schmeißen, um Hindernisse zu bewältigen. Je besser das gelingt, desto weniger schnell wird man weiter wahnsinnig. Also für jeden Misserfolg gibt es neue Wahnsinnskarten, kriegt man neue Verletzungskarten ins Deck. Und je besser man ist, desto mehr Erfolge hat man in Form von guten Karten in dem gemeinschaftlichen Wahnsinnsdeck. Aber wie bei jedem oder bei den meisten kooperativen Spielen gibt es nur einen Weg zu gewinnen, aber sehr viele Wege, das Spiel zu verlieren. Ja. Also dieses Spiel wird von vielen Menschen so ein bisschen, also es haben viele sich darüber beschwert, dass das Thema eigentlich sehr düster ist und schon eher so aus dieser Cthulhu-Region so ein bisschen entstammt und dass es ja eigentlich so ein bisschen dunkel sein müsste. Das ist es gar nicht so extrem. Es ist mehr, also meines Erachtens ist es mehr lustig, als dass es jetzt düster wirkt. Und da haben sich viele Leute drüber beschwert. Ich finde ehrlich gesagt, ich finde es cool. Also gerade dieses Crossover finde ich großartig. Also Wahnsinn sollte ja auch unberechenbar sein. Ja. Also wenn man schon weiß, was auf einen zukommt, ist ja auch langweilig. Genau. Also das Spiel hat so viele, viele Tücken. Es ist zum Beispiel auch so, dass je höher man steigt, desto schwieriger wird angezeigt, was du eigentlich machen musst, weil die Farben dann nicht mehr übereinstimmen. Das Spiel ist tatsächlich neben dann auch richtig wahnsinnig. Ja, genau. Genau. Gibt einem Falschinformationen absichtlich. Ja. Und man wird, auch wenn man es schon kennt, ist man nachher total verwirrt. Dann sind Symbole plötzlich in anderen Farben dargestellt. Auf deinen Karten hast du aber immer noch die Farben vom Anfang des Spiels. Ja. Und mich hat das schon total durcheinander gebracht. Das stimmt. Furchtbar. Vor allem, wenn ich nicht drüber reden darf. Ja, genau. Ja, also das ist tatsächlich auch ein Spiel, was bei uns sehr, sehr häufig gespielt wird, was auch immer wieder gespielt wird. Also Leute, die es schon kennen, nehmen es sich wieder raus und sagen, wir wollen es nochmal probieren. Wir haben da so ein paar Stammgäste, die sind sehr heiß auf dieses Spiel und es macht unheimlich viel Spaß. Ja, und ich finde es halt gerade, wie schon gesagt, wie so eine Art Partyspiel. Man kann es auch gerne Menschen empfehlen, die jetzt nicht so die Vielspieler sind, die noch nicht so viel gespielt haben und gerne sehr interaktiv und sehr lustig spielen. Und das ist auf jeden Fall eine richtige Adresse für die. Genau. Man setzt sich hin, man muss ein bisschen sich von uns die Regeln erklären lassen und dann sind sie aber alle eigentlich mal begeistert. Genau. Und auch hier haben wir nicht dieses Alpha-Player-Problem, weil dass jemand irgendwie das komplette Spiel an sich reißt und allen Leuten sagt, was sie zu tun und zu lassen haben. Das funktioniert nicht, weil man in dieser Planungsphase wirklich komplett auf sich allein gestellt ist. Richtig. Das ist so kurz, du versuchst dich abzusprechen mit den anderen Leuten unter Berücksichtigung des Wahnsinns, dass du eben bestimmte Sachen nur auf eine bestimmte Art und Weise sagen darfst oder. Und diese Zeit ist so kurz, da kann ich auch noch einen Alpha-Player sagen, ich erkläre jetzt mal, was wir hier zu tun und zu lassen haben. Es funktioniert einfach gar nicht. Ja. Und das ist auch cool. Also jeder hat wirklich den gleichen Stellenwert, die gleiche Wichtigkeit in diesem Spiel. Und es ist großartig umgesetzt. Es hat so ein bisschen was vom Rollenspiel, wenn man sich halt in einer kurzen Zeit auf eine bestimmte Art verhalten muss das dann später leugnet. Das stimmt. Also ich bin gerade nicht auf dem Tisch rumgetanzt, aber doch.
Genau. Das also das ist wirklich was, was ich sagen muss, wenn es sehr viele Leute gibt, die sehr, sehr, sehr zurückhaltend sind, dann ist es schwierig. Also wenn das die stimmt. ihren Wahnsinn, wenn sie sich nicht trauen, nach diesem Wahnsinn zu agieren, ihnen nichts dazu einfällt oder sie so total gehemmt sind, dann funktioniert dieses Spiel nicht ganz so gut, muss ich sagen. Aber ja, also bei vielen Gruppen funktioniert es hervorragend. Würden wir uns auf jeden Fall empfehlen. Ja, das war's. Das waren unsere 5 Vorschläge zum Thema kooperative Spiele. Ja, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wir hoffen, dass ihr vielleicht was entdecken konntet. Und wenn ihr zu uns kommt, wir empfehlen euch natürlich nicht nur diese 5 Spiele immer wieder, sondern das sind so unsere Highlights. Und wir haben auch noch einige andere Spiele. Richtig, das war jetzt genau. auch heute nur die kooperative Sparte. Genau. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn ja oder auch wenn nicht, hinterlasst ein paar Kommentare, genau. damit wir wissen, was wir vielleicht ändern sollten, können oder gerade was nicht. Genau. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir demnächst vielleicht mal über andere Spiele reden können. Genau, es gibt ja noch so einige Genres, ja. die man so abdecken kann. Und da würden wir euch halt immer so ähnlich wie jetzt dieses Mal so 5 ausgewählte Spiele vorstellen, wo wir sagen so, okay, das sind für uns im Spielecafé, das ist immer ganz wichtig, das sind jetzt nicht unsere persönlichen, privaten Lieblingsspiele oder, das ist keine Top 5 und später Top 100 von uns persönlich, sondern das ist wirklich was wir für unser Publikum im Spielecafé und auch also angesichts dessen, wie weit die Spieler, die hierher kommen, auch schon sind, empfehlen. Genau. Also wir würden jetzt nicht Leuten, die noch nie Spiele gespielt haben oder wenig Spiele gespielt haben, gleich sagen, so alles klar, macht mal Berge des Wahnsinns. Das wäre natürlich nicht so sinnvoll. Ja. Genau. Ja, damit verabschieden wir uns aus Hamburg und wir hoffen, dass ihr auch persönlich mal den Weg zu uns finden würdet. Das wäre ganz großartig. Ja. Und ja, dann bis zum nächsten Mal hoffentlich. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.